unzufriedene Kunden wieder in zufriedene Kunden verwandeln, wie das geht und ja, wie das für dich funktionieren kann, wirst du heute erfahren. Viel Spaß dabei und bis gleich. So, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Wir werden heute über ein unangenehmeres Thema sprechen, und zwar über unzufriedene Kunden. Aber es ist natürlich ein Thema, was super wichtig ist, was wir auch behandeln müssen, denn du weißt bestimmt genauso wie wir, dass ein zufriedener, ein guter Kunde natürlich tendenziell auch gerne wieder bei dir kauft. Und ich meine, da müssen wir auch nicht die Augen vor verschließen. Es gibt unzufriedene Kunden, die wird es immer geben. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie gehen wir damit um? Also, die erste Sache, die dabei ganz essentiell ist und im Grunde auch Grundlage für alles, was wir jetzt gleich besprechen werden, ist erstmal die Tatsache, dass du dir einen Prozess überhaupt mal überlegen musst, der das Ganze abfängt. Weil oftmals ist es so, viele Leute verschließen immer so ein bisschen die Augen vor dem Thema, wie ich gerade schon sagte, und machen sich deswegen auch keine Gedanken darüber, was passiert, wenn. Und diese Gedanken musst du dir aber unbedingt machen, weil es muss quasi in so einem Gespräch, wenn es ein Gespräch gibt, von mir aus wegen einem Storno oder sowas, weil irgendwas falsch gebaut wurde, und ja, wenn du da vielleicht einen etwas emotionaleren Kunden hast, der dann auch mal wirklich stark angefressen ist oder sowas, dann darf es auf keinen Fall von deiner Seite aus passieren, dass du da selber Emotionen reinbringst, weil die bringt tendenziell der Kunde meistens genug mit. Ja, und wenn da zwei Hitzköpfe aufeinander prallen, dann bringt das irgendwie nichts. Von daher die Frage, wie schaffst du es jetzt, Emotionen da rauszunehmen, ist eigentlich ganz einfach. Du musst einen Prozess schaffen. Also mehr oder weniger einfach nur eine Liste an Dingen, die passieren, wo der Input ist, okay, Kunde ist unzufrieden, ich mache als erstes das, das, das und das. So, und das Erste, was ich gerade schon sagte, ist natürlich in irgendeiner Form einfach mal das Gespräch zu suchen. Ja, weil letzten Endes wird man nicht weiterkommen, wenn man sagt, Herr Kunde, wir haben das so besprochen, deswegen machen wir es jetzt so. Sondern meistens sollte man halt ja einfach das Gespräch mal suchen, telefonisch meistens, und das Ganze mal durchgehen mit dem Kunden. Und den ersten Tipp, den wir dir da auf jeden Fall schon mal geben können, ist dem Kunden erstmal uneingeschränkt Recht geben. Selbst wenn der Kunde aus deiner Perspektive vielleicht gerade kein Recht hat, dann solltest du ihm trotzdem erstmal Recht geben. Jetzt mal vorausgesetzt, er hat da normale Kritikpunkte, die er dir weitergibt. Weil am Ende des Tages wollt ihr erstmal eine Grundlage schaffen für eine gute Diskussion. Und es funktioniert, wie gesagt, nicht, wenn der Kunde, wie man so schön sagt, auf 180 ist, sondern musst ihm erstmal sagen, ja, haben Sie völlig recht. Ich hätte da genauso reagiert wie du, das kann ich verstehen, etc. pp. Weil du wirst merken, das ist, glaube ich, so zumindest die effizienteste Methode, jemanden wieder ein bisschen runterzufahren. Ja, und dann kannst du halt wirklich in den nächsten Schritt übergehen und sagen, okay, Herr Kunde, jetzt erstmal alles schön und gut. Vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Was ist denn genau das Problem? Wie können wir es lösen? Ja, und wenn du denn so eine mehr oder weniger sachliche Grundlage hast für die Diskussion, kannst du auch sagen, gut, wir haben jetzt das und das Problem. Manchmal ist es tatsächlich auch so, der Kunde möchte einfach nur Dampf ablassen. Das Problem ist vielleicht gar nicht so schlimm. Er war jetzt vielleicht gerade einfach nur gestresst und wollte das mal loswerden, und man kriegt das recht schnell wieder geregelt. Aber dann gehst du natürlich darin über und fragst, okay, was ist das Problem? Weil nur dann kannst du natürlich auch eine Lösung dafür anbieten. Und die Lösung ist dann mehr oder weniger divers. Man kann vielleicht nochmal einen Monteur rausschicken, der das Ganze nachjustiert, wie auch immer. Man kann nochmal einen Teil nachbestellen. Man kann nochmal vielleicht irgendeine Draufgabe geben. Wie gesagt, das hängt ja davon ab, was der Kunde denn für einen Kritikpunkt hat. Aber Regel Nummer 1, die wir dir auf jeden Fall mitgeben möchten, oder Tipp Nummer 1, gib dem Kunden erstmal uneingeschränkt Recht. Auch wenn das am Anfang nicht 100% vielleicht stimmt, was der Kunde sagt, muss er erstmal das Gefühl haben, dass er ja seine negative Energie bei dir abladen kann, und dann hast du ja die Grundlage geschafft für alles Weitere, was mein Kollege dir jetzt noch sagen wird. Also generell möchte ich noch ergänzen, dass Kritik oder unzufriedene Kunden, es gibt sie überall. Ja? Also sei dir bewusst, wenn du Kritik hast oder einen wütenden Kunden vor dir, dass du nicht die einzige Firma bist, die mit sowas zu tun hat. Ja? Also lass das nicht an deine Psyche gehen. Also sei dir bewusst, dass du vielleicht etwas nicht gut gemacht hast, dass du deine Dienstleistung nicht vernünftig ausgeführt hast in diesem Moment vielleicht. Aber sei dir immer bewusst, jedes Unternehmen hat statistisch gesehen so um die 20% unzufriedene Kunden. Es ist fast unmöglich, statistisch gesehen, also alle seine Kunden zufriedenzustellen. Klar gibt es vielleicht manche, die liegen bei 10%, aber so im Durchschnitt immer 20%. Also sei dir dem immer bewusst. Deswegen musst du, wie Nico schon gesagt hat, einen Prozess dafür schaffen, weil es wird früher oder später auf dein Unternehmen zukommen. Ja. Sagen wir mal, gerade wenn du in der Neugründung bist, vielleicht dein Unternehmen gerade gegründet hast vor kurzem und die ersten 5 Kunden waren richtig super, es lief alles reibungslos. Du kannst davon ausgehen, dass statistisch einer von denen nach einer gewissen Zeit unzufrieden sein wird. Ja. Und deswegen ist es halt nochmal zu sagen, sinnvoll, den Prozess vorzubereiten, damit du schon weißt, wenn das auf dich zukommt, was gesagt werden soll. Ja, ein weiterer Punkt, den ich noch ergänzen möchte, ist, wie versucht man Optimierungen sozusagen, oder wie versucht man dem Kunden zu beruhigen, indem man ihm immer einen Optimierungsvorschlag parat hat. Und
Ich kann das nur aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich ja tagtäglich auch mit vielen Kunden habe, zu berichten. Oft ist es so, der Kunde will ja von dir eine Idee, wie es weitergeht. Ja? Und ich greife oft auf Dinge, die vorher gut liefen, zurück. Ja? Zum Beispiel, ich sage ihm, ja, okay, lass uns nochmal zurückschauen. Dann und dann, wann war deine erfolgreichste Zeit und was haben wir seitdem vielleicht geändert? Ja? Also erstmal schaue ich mir an, wurde über was geändert? Was haben wir vielleicht auch in Abstimmung mit dem Kunden verändert, dass es dazu geführt hat, dass sich was an seinen Ergebnissen geändert hat? Ja? Und wenn ich das habe, dann habe ich, habe ich erstmal so einen Grundbaustein, okay, wo mache ich jetzt weiter? Und noch besser ist, wenn du für den Kunden gleich Vergleiche hast. Das heißt, wenn ich ihm sage, hey, lass uns das doch mal als Maßnahme nehmen, Optimierungsmaßnahme, sagen wir Optimierungsmaßnahme A oder B, und du hast gleich einen Vergleich oder einen Test, den du in der Vergangenheit schon mal mit einem anderen Kunden gemacht hast, der zu Erfolg geführt hast, zu einer gewissen Zeit, dann hast du, also gibst du ihm selber eine Referenz, ja? Dann wird er dir sagen, hey, klappt das dann wirklich? Und dann weißt du ja selber, hey, ich habe das in der letztes Jahr bei 4 Kunden von 5 getestet und es war gut. Deswegen kann ich dir den Erfolg fast schon garantieren oder zumindest wahrscheinlicher machen. Ja, sehr interessanter Punkt auf jeden Fall. Ich habe noch eine Sache für dich, die du vielleicht dir einfach mal mitnehmen kannst, die das Ganze vielleicht ein bisschen leichter macht. Und zwar ist es vielleicht für manche nicht so verkehrt, mal die Sichtweise auf den eigenen Kunden so ein bisschen zu ändern. Also ich meine, klar, dein Kunde ist dein Kunde. Ist es im besten Fall eine Person, die dich weiterempfiehlt, die zufrieden wird, die dir natürlich auch Geld bezahlt für Dienstleistungen, mit denen dein Unternehmen dann arbeiten kann. Aber eine interessante Sichtweise auf Kunden finde ich persönlich immer, das sind unabhängige Menschen, die die Sinnhaftigkeit oder die Ordnung deiner Unternehmensprozesse prüfen. Weil letzten Endes ist ja Kritik nichts anderes. Ja, also was ich dir empfehlen würde, ist so ein bisschen die Angst vor Kritik zu verlieren, beziehungsweise das Ganze vielleicht sogar als eine Art Chance zu sehen, weil du hast erstmal 2 Möglichkeiten, wie jemand auf einen nicht gut funktionierenden Prozess reagieren kann. Es gibt die eine Sorte von Menschen, die sagt, okay, es hat jetzt mit diesem Unternehmen nicht gut geklappt, aber ich möchte das jetzt nicht äußern oder ich habe ja keine Lust, mich jetzt irgendwie negativ zu melden. Ich schließe mit diesem Unternehmen einfach ab, ich werde dann nie wieder was kaufen und das war's. Das ist natürlich deutlich schlimmer als eine Kritik, auch wenn du davon gar nichts mitbekommst, weil es ja eine Dunkelziffer ist, verlierst du halt Kunden und Geld in der Zukunft. Und letzten Endes ist, wenn du das so siehst, eine Kritik ja einfach nur jemand, der genau das Gleiche fühlt oder den genau das Gleiche bewegt, aber er sagt es dir zumindest, auch wenn das vielleicht meinetwegen von der Formulierung her manchmal nicht nett verpackt ist, das ist okay, das kann im Affekt passieren, aber es ist eine Person, die dir sagt, was hier schiefgelaufen ist. Und wenn du jetzt komplizierte Produkte machst, und wobei Küchen, Terrassendächer sind alles komplizierte Produkte im Aufbau, und du machst das schon relativ lange, dann kann man mit der Zeit so eine Art Betriebsblindheit gewinnen. Und das heißt einfach nur, dass man sagt, okay, meine Prozesse sind alle wunderbar, funktionieren tipptopp. Und das ist dann immer so ein bisschen die Falle, wenn man Kritik bekommt, dann weiß man die immer gleich ab, weil man sagt, nee, kann eigentlich nicht sein, das ist jetzt das Problem des Kunden mehr oder weniger. So, und das ist halt super gefährlich, weil wie gesagt, jeder Kunde gibt dir Feedback zu deinem Prozess, manchmal berechtigt, manchmal unberechtigt. Aber wenn sie berechtigt ist, kann das halt wirklich eine Chance sein, weil du weißt nicht, hat diesen Fehler der Monteur die letzten Male schon gemacht, die letzten 10 Male vielleicht, ist dadurch ein großer Schaden entstanden und vielleicht haben es die Leute nur nicht gesagt. Also sieh Kritik gerne mal als so eine Art Chance an, versuch einfach das, was der Kunde dir inhaltlich mitgibt und nicht formuliert mitgibt, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen und oftmals kannst du dem Kunden tatsächlich sogar dankbar dafür sein. Ich hoffe, du konntest hier ein bisschen was mitnehmen. Wir werden da auf jeden Fall in den nächsten Videos nochmal drauf eingehen, definitiv. Guck dir die auf jeden Fall an, abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du da auf jeden Fall nichts mehr. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Video.